Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 7 Duell Modus Schermade von mir, den Yoshi Tenno. So, in den letzten Parts haben wir Bowsers Spaß Hölle, nicht Höhle, ja, nicht geschafft. 30 Runden lang müsstet ihr euch das Bett anschauen und damit das diesmal nicht mehr passiert, werde ich schneiden. Also immer, wenn ich einen Stern bekomme oder zu Bowser, bei Bowser bin, werdet ihr was sehen. Also wir sehen uns dann hier nach dem Schnitt. Bis gleich. So, hallo, willkommen zurück zu Let's Play. Ihr wisst ja schon, hier sind wir am Cut. Schnitt wieder. Und jetzt können wir auch schon gegen Bowser antreten. Ja, also... lang habe ich die gebraucht zum ersten Stern. Gerade mal 2-3 Runden. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den jetzt schon platt kriegen. Glaube ich eher nicht, aber... naja, mal schauen. So, komm. Mach hin. Mach hin hier. Bowsers Lava Lift, dieses blöde Minispiel, meine Güte, ey. So, jetzt ein bisschen Konzentration, Leute. Das Spiel ist echt nicht einfach, dieses Minispiel hier ist echt nicht einfach. Komm, mach doch mal hin hier. Ich will ihn jetzt besiegen, was ich ja nicht glaube, aber hey, versuchen kann man es ja. Also wir sind noch auf Level 0, Luigi ist unser heutiger Computergegner. Der hat noch nicht viel erreicht. Und ja, noch schlagen wir uns gut. Aber jetzt kommt schon das Schlimmste. Na, scheiße. Na gut, ein bisschen oben sind wir schon mal. Also ja, ich melde mich dann wieder nach dem Cut wieder. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, hallo, sehr willkommen wieder. Luigi hat sich jetzt einen Stern gekauft. Und ja, jetzt wird er halt zum Bowser kommen. Ja, vielleicht kommt er ein bisschen weiter als ich. Der nächste Stern ist da, bringt euch eh nix. Von daher, ja. So, Luigi macht jetzt seinen Versuch. Oder, naja, er sollte ihn jetzt machen, wenn die blöde. Er hat das Gespräch aufgehört hat und das ist jetzt auch so weit gewesen. So, jetzt fordert er Bowser heraus. So. Schauen, wer gewinnt. Oder wie weit er kommt. Besser gesagt. Na denn, wir sind alle gespannt. Na denn, zum Glück ist der Fortschritt ja immer gespeichert vom letzten, also von mir. Ja, mal schauen, wie weit er kommt. Ja. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Ah, jetzt kommen die Raketen, die sind gemein. Also die finde ich gemein. Oh, so gehen die also, okay. Einfach ausweichen. Komm, geh da hinten zur anderen Kiste. Warum ist der so doof und geht da einfach nicht hinten hin? Komm, Luigi. Ah, wie doof können Computergegner eigentlich sein? Jetzt mal wirklich. Schon besser. Oh, ja, das ist schön weit oben. Ja, gut, und raus ist er, also... wir sehen uns dann wieder nach dem Cut, bis der nächste, wenn ich dran bin, oder Luigi. Also, bis gleich. So Leute, nächster Versuch. Mal schauen, ob wir es jetzt schaffen. Naja, ich hoffe es mal, obwohl, ja, also weit sind wir noch nicht. Beim Lift, also schauen wir diesmal nach. Also ich glaube noch nicht, dass wir gewinnen. Ich meine, da kommt noch ein Mini-Bowser, Baby-Bowser dazu. Oder kann auch schwer werden, ja. Auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall sind wir schon mal schön weit unten. Naja. Das kommt bestimmt noch mal. Also jetzt strengen wir uns an. So, zuerst mal diese Bälle sind einfach. Gut, gut. Besser mehr fixen hier. Wow, okay. Nächster kommt. Einfach mal weiter mal hier. Die stillhalten. So, jetzt kommen wir die scheiß Raketen hier hoch. Die muss man ein bisschen anlocken, man versteht das Prinzip auch. Lol, lol, lol. Scheiße, Mann! Aber egal. Hat das jetzt noch gegildet? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, nächster Versuch, um ihn jetzt endlich mal zu schlagen, Bowser. Ja, warum ich mal so oft rankomme, Luigi hat zurzeit wenig Münzen. Also, ja, also hat echt sehr wenig. 7 Münzen. Ja gut, ist nicht wenig, aber kann man sehr keinen Stern kaufen. Und er hat halt schon viele Versuche gehabt, einen Stern sich zu kaufen.
So, ich hoffe, das von letztem Mal gildet noch, weil ich ja da gestorben bin. Ja, das gildet. Und jetzt kommt gleich die Mini-Bosa-Phase. Ach du meine Güte. Ich streng mich an, Leute. Okay, das ist noch einfach. Komm schon. Nein! Oh, das wird zum Kotzen, Mann! Ja, wir sehen uns wieder nach dem Cut. Bis gleich. So, Leute, jetzt ist Luigi wieder dran. Und ja, da muss er jetzt durchkommen. Also mal schauen, wie weit Luigi es schafft. Es wäre schön, wenn er mich auf 99 bringt. Und ich wüsste nur dann den Rest machen, glaube ich aber nicht. Aber naja, mal schauen, wie er sie anstellt. Wir sind alle sehr gespannt. Auf jeden Fall soll er nicht gewinnen, sonst reiß ich mir... Das wird halt echt doof. Sagen wir mal so. Komm Luigi, go Luigi, mach doch was. Lol, da kann ich ja gar nicht. Ich kann die Raketen so oder so schon nicht. Aber der braucht immer so lange dafür. Das ist nur so scheiße. Kann man eigentlich über den Laser rüber oder eigentlich nicht? Ich weiß doch gar nicht mehr. Nee, doch, man konnte. Mach doch noch den anderen Scheißkasten. Den Scheißkasten, ey. Los, mach doch noch mal. Noch einen. Komm. Perfekt. Ja gut, jetzt hat er auch verloren, also wir sehen uns wieder nach dem Cut. Bis gleich. So Leute, nächster Versuch. Ja, jetzt kommt endlich wieder der nächste Versuch. Wir könnten es ja schaffen, aber ja, zwei Leute. Nicht lustig. Oh Mann, ey. Jetzt muss ich wieder dieses blöde Minispiel spielen, ich hasse das so. Vielleicht kommt es für den anderen einfach vor, aber für mich ist es so schwer. Ach ne, man kann auch gar nicht gewinnen. Oder vielleicht doch, ich glaube nicht. Ne, guck mal, aber noch nicht. So, ich muss aufpassen, was die haben. Gut, die haben eine Laserkanone. Das heißt, neben Laser. Okay. Ja, gut. Komm. Wenigstens das. Lol. Ja klar, das kann ich im Schlaf. Mit zweimal. Okay, Leute, ja, nach dem Schnitt sehen wir uns wieder, wenn Luigi nicht gewinnt. Bis gleich. So, Leute, hier bin ich wieder und Luigi hat es jetzt auch mal geschafft. Und ja, wenn ich Pech habe, kann er jetzt gewinnen. Aber ich hoffe es einfach nicht. Ich will es einfach nicht hoffen. Bitte, Luigi, schaff es nicht. Boah, Leute, wir müssen alle hoffen, dass der es nicht schafft. Ich habe sonst keine Lust, nochmal den ganzen Scheiß zu machen. Bitte, Luigi, schaff es nicht. Ach, meins war gar nicht gespeichert gewesen, weil ich noch vorher abgeschossen wurde. Na denn? Oder? Doch. Egal. Na gut, dann Luigi machen uns halt ein bisschen höher. Aber ich glaube, das wird schon jetzt nichts. Doch. Ja, gut, der hat, glaube ich, schon gewonnen, ne? Oder? Hat er gewonnen? Lol, einmal noch. Verlier. Ja, Leute, boah, guckt euch das an. Das müssen wir jetzt schaffen, Leute. Also, wir sehen uns dann nach dem Cut wieder. Vielleicht schaffen wir es vielleicht auch nicht. Bis gleich. Hi, willkommen zurück. Und Luigi hat den nächsten Versuch leider. Weil es einfach bei mir sogar so schlecht läuft. Also echt, ey, boah, hab ich eine Wut auf Luigi und die ganzen Fallen da auf dem Brett. Und ja, wenn wir jetzt Pech haben, gewinnt Luigi. Ja. Oh Mann, das ist so knapp vom Ziel und da muss ich nochmal, muss er nochmal, oh Mann, ey. Ja Leute, also, vielleicht wird er jetzt gewinnen, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Aber ich sag mal ganz stark, ja. Ja, Laser, ganz einfach ausweichen. Komm, ist vorbei, willst nichts mehr machen. Ist vorbei, komm Luigi, ist vorbei, komm. Also du bist noch dumm und lass mir noch meine Zeit da. Ach, und das einfach. Warte, die scheiß Kanonen. Ah ja, genau die. Danke, bitte. Das ist doch nicht wahr. Mann, komm. Ey, komm, da ist zum Kotzen. Aber ich glaube, der macht das gerade. Hallo. Sei ihr dumm oder so. Die ganze Zeit, die gucken, ich krieg mal diese scheiß Raketen oder was. So, jetzt tot, bitte. Danke. Ich glaube, das haben sie mit Absicht gemacht.
damit ich es schaffen kann. Also, wir sehen uns dann vielleicht nach dem Cut mit mir hier. Bis gleich. So Leute, nochmal das Ganze. Jetzt sind wir dran. Und jetzt hofft einfach alle für mich, dass ich es jetzt schaffe. Aber ich glaube da nicht dran. Also, nein. Außer ich bekomme jetzt den Laser. Dann habe ich gewonnen. Aber... oh Mann, ich würde am liebsten jetzt ein Safe State machen, aber ich darf es ja. Ich kann es ja nicht, da ich auf der Konsole spiele. Oh, Safe State wäre jetzt hier so schön. Oh, man muss man denn noch alle vier machen? Egal, ich bin jetzt ruhig. Geh doch einfach hin. Ja! Gewonnen! Ja! Ja, ja, ja! Schön. Oh, da ging einfach. Oh, Alter. Mein Herz. Oh Leute, Ende. Wir haben es geschafft, Duellmodus beendet. Yes! Boah, endlich! Boah! Wow! Geil! Ist echt geil, Leute, gerade. Ich habe gewonnen! Duellmodus ist vorüber, das Let's Play. Es ist vorbei. Hätte sich das denken können. Wow. Wahnsinn. So, und jetzt kommt da Bowser und Bowser Junior auf einer verlassenen Insel hin. Haben sie mich wieder besiegt, Mini Bowser? Naja. Könnt ihr vorlesen. Ja. Warum darf ich jetzt nicht weiter, Mann? Komm, ich bin weiter. Es sieht ganz danach aus, Herr Bowser, Meister. Oh, sieh nur, Meister Bowser, das ist doch... ja, was ist da? Oh, du mieser Fiesling. Ja. Und so sind sie wieder auf die Insel gekommen, wie bei Super Mario Sunshine, wo sie am Ende auch wieder auf die Insel gekommen sind. Ja. Aber Leute, es ist geschafft. Das Let's Play ist zu Ende. Wir haben es geschafft. Nach so vielen Versuchen. Und ja, also da könnt ihr euch jetzt selber vorlesen. Ah, oh, nee. Schön. Ist echt schön. Also echt, ist toll. Ja, Leute. Credits haben wir davon was? Nichts. Das ist jetzt aber mager, komm. 20 Runden. Wow, 20 Runden hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber jetzt kommen die Ergebnisse. 20 Runden, das war das meiste. Sind wir auf ein Ergebnis von 73 Runden. Ihr könnt ja mal euren Rekorde in die Kommentare schreiben. Und ja. Yay. Yoshi hat gewonnen. Yay. Ihr seid Nummer 1. 9. Aha. So, das war alles? Wollen wir doch jetzt verarschen, komm. Für Credits. Nein, wir wollen nicht weiter kämpfen. Na gut, Leute. Ja, dann machen wir halt jetzt, nein, willst du auch nicht. Ich gehe dann halt hier raus. Dann wechsle ich den Spielstand. Damit ich euch noch hier die ganzen Sachen vom Souvenirshop zeigen kann. Ja. So, und zwar hier Party. Nein, geht nicht. Party 1. So. So, dann könnt ihr euch mal anschauen, was es alles so gegeben hat. Ja. So, komm mal hin hier. So, komm, Souvenirshop. Ich will zum Souvenirshop. So, dann hol ich mal kurz das Mikro, weil es ein bisschen weit weg liegt. Ich hoffe, das habt ihr jetzt gehört, aber es ist mir egal. Also nicht gehört, aber es ist mir egal. So. So. Wir gehen nach rechts. Komm, hoch da. Mein Gott, komm, wieder hoch. Ah, so, okay. So, das sind hier so die ganzen Sachen, die man sich kaufen kann. Jedes einzelne ist und so. Und wir machen aber jeden das, was man auch machen sollte. Überraschung! Ja. So, macht man das bei dem Schieb, Schieb. So, nächster. Überraschung! Ja, sehr spannend jetzt. Ja, also ich mache jetzt hier alles mal mit Überraschung. Oh, Kekse. Om nom nom. So, weiter geht's. Überraschung. Lustig. So, T-Shirt.
Überraschung. Wow, wie macht er das nur? Weiter. Überraschung. Okay, was ist das? Keine Ahnung. So, dann mache ich jetzt hier mal alles durch. Überraschung. Aha, ein Kettenhund, auch nicht schlecht. Überraschung. Ja, hallo Schlange. Also das habe ich glaube ich noch nie gemacht, hier mal alles zu sagen. Überraschung. Das ist neu für mich. Oh, Schokolade. Oh, wer will sowas nicht mal gerne... Überraschung. Wer will sowas nicht mal gerne zu Hause, also so im Supermärkten sehen, so schön, so Shy Guy, Schokolade, Überraschung und so. Oh, ja, sehr spannend. Gut, nächster. Überraschung. Oh, okay. Ach, okay, das ist jetzt schon Schokolade, meinte ich. Weiter geht's mit der Windmühle. Überraschung. Oh, schön. Also ich zeige euch jetzt hier mal alles, was alles mitbringt. Überraschung. Yay. Scharf ist toll. Überraschung. So, gut. Weiter, rosa Kopf. Überraschung. Das war mir klar. Boah. Der hat einen aufgeregt, sag ich euch. Überraschung. Und der auch. Und? Hast du was? Noch was? Aha. So. Überraschung. Faulige Bosa-Eier. Naja, nicht ganz lecker. So, weiter geht's jetzt hier. Überraschung. Auch schön. Oh, Entschuldigung. Ach, egal. Überraschung. Naja, schön. Weiter geht's. Überraschung. Schön. Nächster. Überraschung. Auch schön. Überraschung. Ja, ist auch sehr schön. Überraschung. Also wir sagten mal alles hier im Mikrofon, was damals beilag und so weiter. Überraschung sagen. Überraschung. Na, auch sehr schön. So, das ist so ein Minispiel-U-Boot, da kann man Minispiel spielen. Da steht es auch. Überraschung. Hi. Wow, war aber viel. So. Überraschung. Ja, auch schön. So, jetzt kommt hier die Kiste, die man beim... ja, da Dramazonas bekommt, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber auf jeden Fall gibt es das auch noch. Überraschung! Stimmt auch bei Minispielen. Wow! Da sind wir mit reich, dann schon die Wunderlampe. Überraschung! Und was ist drin? Schwarze Z-Sterne. Überraschung! Ah, ich wusste, es gab hier noch die goldenen. Gut, also die normalen. Und hier sind... Überraschung! Die Credits, glaubt ich. Hoffentlich. Ich hoffe. Na? Ja, dann sind die Credits. So. Jetzt sind wir bei den Credits angelangt. Die ich irgendwie so machen muss, aber egal. Ja, Leute, das Spiel ist vorbei. Der Duellmodus auf jeden Fall. Partymodus wird zurzeit gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr schaut euch auch den an. Ist auch sehr spannend und lustig. Und jetzt geht Mario hier nochmal durch die einzelnen Welten. Ja, Leute, also... Fazit, das Spiel ist echt schön, muss man sagen. Also damals bei Party 7 war echt schön, vor allem wegen Mikrofon vielleicht ein bisschen überflüssig gewesen. Aber vielleicht wollte man mal was Neues reinbringen und so. Und ja. So, die Minispiele sind eigentlich auch allesamt schön. Halt nur halt dieses mit dem Lift später mit dem Bowser. Also das ist echt schwer. Also da war der Mario Party 8 Endgegner-Boss einfacher. Bei Mario Party 9 weiß ich es noch nicht, denn das kommt noch raus. Aber wenn ihr das schaut, irgendwann ist es bestimmt schon draußen. Ja, also, ja, hiermit beendet dann das Let's Play. Wir schauen uns jetzt hier noch schön die Credits an. Und ja, auch mit dieser Idee, jedes Land, also so halt hier, jetzt sind wir jetzt gerade Hollywood, New York oder so halt USA mit den großen Städten oder vielleicht auch China, Japan, also halt mit großen Städten. Ich sag aber Hollywood, weil ja dieser Film noch gedreht wurde. Oder halt ab den Windmühlen, denke ich mal, nach Holland.
ja, und halt statt mit den Gipfeln war Peking in China oder so, ja. Cane Grande war Italien oder so, ja, Italien müsste passen. Oder? Ja, müsste, ja. Ja, und Rosa war halt eigen entworfen. Und ja, was kann ich euch noch so empfehlen? Also, ja. Also, Party muss anschauen, ist auch noch sehr lustig. Und Musikstücke, die mache ich zurzeit auch. Also hier, die Musik könnt ihr euch auch mal anhören. Es gibt echt wunderschöne Musik hier. Manchmal. Die Musik, die ist eigentlich auch sehr schön. Naja, geht so. Aber könnt ihr euch auch mal reinhören in die Musikplaylist. Und da war der German-Text Jan Peitzmeier, hat hier alles wohl übersetzt. Ja, Lob an dich. Du hast alles schön auf Deutsch übersetzt. Freu dich. Ja. Aber das Ende ein bisschen komisch geworden ist, wenn du ist ein bisschen komisch. Ich dachte gleich, wenn der Credits reingeschickt und so. Naja, muss ich halt selbst machen. Egal. So, Senior Director Kenji Kikichu. Kikichu? Keine Ahnung. Supervisor Shigeo Miyamoto und Takeshi Tezuka. Aha. Miyuki Hirose. Aha. Wenn ich es richtig ausspreche. Producer Hiroshi Sato und Atsushi Ikeda. Und Senior Producer Shinji Hatano. Gott, das will die Namen immer. Ist aber Producer Sato Iwata, Hiroshi Endo. Endo. Hi Endo. Hallo Herr Endo. Wie geht's Ihnen? Konnichiwa. So, jetzt haben wir da nochmal einen Block zum Schluss. Was bringt der denn? Non-stop Party. Ja, warum ist das jetzt auf Englisch? Man kann die Party niemals stoppen, also auf Deutsch. Ja, warum es jetzt hier auf Englisch ist, keine Ahnung. Ich habe das Spiel aber auf Deutsch durchgespielt. Und hier nochmal das Copyright. Ja. Gut, Leute, damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Ja, also, bis dann. Das war Ninjoshitendo, der das hier alles Let's Play hat und so weiter. Also, wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Bis dann, sag ich. Ciao!